Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Wi-Fi-Kampf, diesmal gegen Shining Lucas. Und was soll ich sagen? Oh, das ist mein falsches Team. Ich beginne den Kampf und werde mal Stück Nummer 5 nehmen. Werde den Kampf beginnen und nehme meine Kampfbox. Und ich hoffe, er hat nichts dagegen. Mein Team besteht aus dem Shiny Cavalanthus, was ich gestern bekommen habe, dem Shiny Rotom, was ich gestern bekommen habe, einem Tentantel. Das Tentantel kennt ihr. Das Heatran kennt ihr auch. Das Altaria habe ich mal, glaube ich, benutzt. Ist aber dann ein Mega-Altaria. Und aus einem gerade eben neu frisch gezüchteten Turtok. Ich bin mal gespannt. Mit was könnte er denn leaden? Mit Potrot könnte er leaden. Er könnte auch mit Mammut leaden und dann... versuchen, großen Damage zu machen. Aber ich werde mit Tentantle anfangen. Boah, die Team Aqua und Team Magma Musik. Ja, Mann, geil. Los, Tentantel. Was? Oh. Boah, gerade voll den Schock bekommen. Ich denke, warum setzt ihr jetzt Hundemann ein? Und dann ist es einfach... boah, scheiße. Und dann ist es einfach nur ein Potrot. So. Legen wir mal Dings Stachler aus. Eine Lage Stachler. Bodyguard. Okay, Bodyguard. Nicht schlecht. Wir machen einfach nochmal Stachler. Um dann den größtmöglichen Hazard-Schaden gleich zu machen. Top. Es wäre jetzt gut, wenn du auswechselst. Weil ich werde nicht auswechseln. Solange du Toxin... Erdbeben. Oh. So, Egelsamen. Oberschenkelmuskeln. Ja, mit Potrot kann man nicht viel gegen mich machen. Gut, es ist eine spezielle und physische Wall, klar, aber... es ist halt nicht zu gebrauchen. So, Hundemann wird zurückgerufen. Und Potrot, ja, das ist jetzt Hundemann. Haha! Ey, sag mal, geht's noch? Was könnte der denn? Okay, ich bin jetzt gerade leicht irritiert. Könnte das eine Kampfattacke? Durchbruch vielleicht, aber... kann ich mir nicht vorstellen. Mach jetzt Blattgeißel. Surfer. Sag mal, denkt der, ich wechsel aus oder was? Es ist auf jeden Fall ein witziger Kampf. Plötzlich kommt dann doch irgendwie alles anders und... es ist schon witzig. Ich bin mal gespannt. So, Blizzard. Ich weiß nicht, also ich weiß jetzt gerade nicht, was ich davon halten soll. Also wenn er seinen Potrot Hundemann nennt, wird er bestimmt auch einen Hundemann haben. Ja, Mann. Du kommst jetzt mit Hundemann. Netter Versuch. Mach mal Bekanntschaft hier mit meinem Turtok. Turtok wird zwar jetzt von Spitzensteinen getroffen. Aber ich habe es so gezüchtet, dass es relativ viel aushält.
Wir machen mal Rapid Spin. Einfach nur, um jetzt die Lage Tarnsteine wieder wegzumachen. Aha, Mammutel, und es ist einfach ein Zebritz. Gott, ich lach mich kaputt. So, da sind auf jeden Fall die Tarnsteine weg. Und kann wieder schön frei ausswitchen. Und schicke jetzt mal mein Shiny Rotom rein. Was ich halt in den Livestream bekommen habe, das ist echt cool. Ich mach mal Regentanz. Bin mal gespannt, was er jetzt im Polion. Das ist aber nicht im Polion. Das ist Flunkiefer. Ach, geil. Ich krieg mich schon fast nicht mehr ein. Ich sollte einen Angriff überleben. An für sich schon. Denke ich mal. Ich lege jetzt alles in die Hydropumpe rein. Ich hätte auch Irrlicht machen können. Ja. Aber ich hoffe jetzt mal, dass ich schneller bin. Nein! Und er hat die Attacke abgewehrt. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Er hat die Scheiß-Attacke abgewehrt. Ich glaube, Flunkiefer ist sogar schneller. Ja! Getroffen! Geil! Ja! Mega Flunkiefer besiegt. Geil! Sehr schön. Mammutel. Ach so, wir kommen jetzt also mit Mammutel an. So, ich mach mal Irrlicht. Damit Mammutels Angriff jetzt nicht mehr so extrem hoch ist. Oh, es ist schneller. Das ist, glaube ich, es könnte gechoiced sein. Also hier, gescarft. Zurückgeschreckt. Ich glaub's nicht. Ich wollte Irrlicht machen. Und es klappt einfach nicht. Ich wollte Irrlicht machen und es klappt nicht. Oh, es ist generell schneller. Okay. Komplett auf Speed ausgelegt. Aha, okay. Wie viel Initz hatte mein Rotom? 116. Es gibt natürlich nichts, was schneller ist. Okay. Dann würde ich mal fast sagen, ich schicke jetzt mal mein Shiny Escavalier rein, also mein Cavalanzas. Was ich im Wundertausch bekommen habe. Richtig cooles Vieh. Ich mache jetzt mal Eisenschädel. Steinkante. Macht Damage. Okay, Volltreffer. Sehr schön. Mammutel besiegt. Nice. Es ist auf jeden Fall ein lustiger Kampf, gerade weil ich jetzt nie weiß. Ach so, ist ja wegen mir Leben. Ob ich denke gerade, hat der Beulenhelm? Nee, aber es ist schon ein recht interessanter Kampf. Gerade weil ich jetzt nie weiß, was kommt jetzt? Aber da kommt ein Potrot. So, Potrot, was machen wir mit dir? Mach mal Eisenschädel. Dürfte eigentlich eine Menge Schaden machen. Behaupt dich mal. Oh, Volltreffer. Oh mein Gott, es war ein Volltreffer. Ach du Scheiße. Ja, Mann. Zebritz. Du kannst mich jetzt besiegen. Das ist mir jetzt egal. Ich mach jetzt einfach mal Stachelfinale, auch wenn es nichts bringt, aber... Gut. So, Mammutel. Wen setze ich denn da ein? Könnte ich da auch
glaube, ich schicke mal einen Heatran rein. Heatran kann Erdkräfte. Und er müsste jetzt eigentlich nur noch Hundemann und Zebritz haben, heißt. So oder so aktiviert sich mein Expertengurt. Und ja, er steht dann ziemlich doof da. Ich bin paralysiert. Ich glaub's nicht. Ah. Oh Mann. Ist das witzig. Stromstoß. Bam. Das klingt einfach so, als würde es in eine Kreissäge laufen. Und da kommt Hundemann. Und es überlebt halt einfach mit ein wenig nur. Ich mach trotzdem Erdkräfte. Schmarotzer. Das wirklich so viel Schaden? Geht. Okay. Letzter Angriff. Und es war, wie gesagt, ein witziger Kampf. Gerade auch so am Anfang, weil ich denke, hä, was? Hundemann, scheiße, nein. Falscher Lied. Und dann, oh, war da doch nur Portrott. War schon geil. War echt cool. Danke auf jeden Fall für den Kampf. Und ja, das war's von mir wieder. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.